Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, hier im Dom, aus nah und fern, die Sie gekommen sind, und an den Empfangsgeräten über Domradio, Internet und Fernsehen mit uns in dieser Stunde verbunden. Von fern ist auch gekommen unser Mitbruder Edgar aus Tansania, den ich auch herzlich willkommen heißen darf. Liebe Schwestern und Brüder, in der Lesung des heutigen Sonntags hören wir die Bitte von König Salomo: Gib mir ein hörendes Herz. Wir alle kennen diese Situation. Es geht etwas im einen Ohr rein und im anderen Ohr heraus. Wir werden mit vielen Informationen tagtäglich gefüttert. Dass wir das Entscheidende hören von unseren Ohren und noch tiefer von unserem Herzen, dass Botschaften bei uns ankommen und etwas bewirken, darauf kommt es im Leben an, darauf kommt es auch im Glauben an. Und so wollen wir uns in dieser Stunde dem Worte Gottes öffnen, der Feier der Liturgie, damit das, was Gott uns sagt, auch in unserem Leben bedacht und bezeugt wird. Weil wir wissen, dass wir hier immer wieder fehlen, wollen wir Gottes Erbarmen auf uns herabrufen. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Werken, Worten und Werken. Durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, er erbarme sich unser, er nehme von uns alle Sünde und Schuld und schenke uns das ewige Leben. Amen. Thank you.
Gloria in excelsis Deo. Lasset uns beten. Gott, du beschütze aller, die auf dich hoffen. Ohne dich ist nichts gesund und nichts heilig. Führe uns in deinem Erbarmen den rechten Weg und hilf uns, die vergänglichen Güter so zu gebrauchen, dass wir die ewigen nicht verlieren. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem ersten Buch der Könige. In jenen Tagen erschien der Herr dem Salomo nachts im Traum und forderte ihn auf: Sprich eine Bitte aus, die ich dir gewähren soll. Und Salomo sprach: Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht anstelle meines Vaters David zum König gemacht. Doch ich bin noch sehr jung und weiß nicht, wie ich mich als König verhalten soll. Dein Knecht steht aber mitten in deinem Volk, das du erwählt hast, einem großen Volk, das man wegen seiner Menge nicht zählen und nicht schätzen kann. Verleih daher deinem Knecht ein hörendes Herz, damit er dein Volk zu regieren und das Gute vom Bösen zu unterscheiden versteht. Wer könnte sonst dieses mächtige Volk regieren? Es gefiel dem Herrn,
dass Salomo diese Bitte aussprach. Daher antwortete ihm Gott: Weil du gerade diese Bitte ausgesprochen hast und nicht um langes Leben, Reichtum oder um den Tod deiner Feinde, sondern um Einsicht gebeten hast, um auf das Recht zu hören, werde ich deine Bitte erfüllen. Sieh, ich gebe dir ein so weises und verständiges Herz, dass keiner vor dir war und keiner nach dir kommen wird, der dir gleicht. Wort des lebendigen Gottes. Du hast Worte ewigen Lebens. Mein Anteil ist der Herr, ich habe versprochen, dein Wort zu beachten. Die Weisung deines Mundes ist mir lieb, mehr als große Mengen von Gold und Silber. Tröste mich in deiner Huld, wie du es deinem Knecht verheißen hast. Dein Erbarmen komme über mich, damit ich lebe, denn deine Weisung macht mich froh. Deine Gebote mehr als Rot, Gold und Weißgold. Ich lebe genau nach deinen Befehlen. Ich hasse alle Pfade der Lüge. Deine Vorschriften sind der Bewunderung wert, darum bewahrt sie mein Herz. Die Erklärung deiner Worte bringt Erleuchtung, den Unerfahrenen schenkt sie Einsicht. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Brüder, wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Bei denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind, denn alle, die er im Voraus erkannt hat, hat er auch im Voraus dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben, damit dieser der Erstgeborene von vielen Brüdern sei. Die aber, die er vorausbestimmt hat, hat er auch berufen. Und die, die er berufen hat, hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat,
die hat er auch verherrlicht. Wort des lebendigen Gottes. Sei gepriesen, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Du hast die Geheimnisse des Reiches den Unmündigen offenbart. Sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn, grub ihn aber wieder ein. Und in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte den Acker. Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte sie. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei Christus. Liebe Schwestern und Brüder hier im Dom und an den Empfangsgeräten, einen Schatz zu finden, vielleicht den Schatz im Silbersee, wie es wir als Kinder und Jugendliche in Karl-May-Büchern gelesen haben, das kann für einen Menschen viel bedeuten, das kann einem Lebensweg eine neue Richtung geben. Für den einen bedeutet dies im materiellen Sinn,
eine bildlich gesprochen, eine Goldader zu erspüren, etwas, was meinem Leben neue Möglichkeiten eröffnet. Für einen anderen bedeutet dies im ideellen Sinn, ich habe dich als Schatz in meinem Leben gefunden, wenn dies zwei Menschen zueinander sagen und sich ihr Leben versprechen. Und schließlich bedeutet dies für uns als Christen, die wir hier Eucharistie feiern, den Schatz des Glaubens, den Schatz des Himmelreiches, der im zerbrechlichen Gefäßen, wie der Apostel Paulus uns sagt, begegnet, den Glauben an Gott zu finden, der meinem Leben Orientierung schenkt. Auch im heutigen Evangelium hörten wir eben von einem Schatz, den der Mann im Acker gedeckt hat. So wie die heiligen drei Könige auf ihrem Pilgerweg einen Schatz entdeckt haben, Jesus, den neugeborenen König der Juden. Gehen wir, liebe Schwestern und Brüder, mit den heiligen drei Königen und mit dem Mann im Acker auf diese Schatzsuche in unserem Leben. Und bedenken wir drei Aspekte dieser nicht nur einmaligen, sondern je neuen Schatzsuche. Ein erstes, es ist der Weg, einen Schatz zu entdecken. Schätze sollen entdeckt werden. Der Mann im Evangelium gräbt seinen Acker um. Seit November des letzten Jahres bieten wir hier vom Kölner Dom in der Regel am ersten Mittwoch eines Monats abends im geschlossenen Dom eine geistliche Domführung an, die jeweils unter dem Thema steht: Mein Dom, abendlicher Glaubensweg. Ganz unterschiedliche Personen geben an verschiedenen Orten und Stellen hier in unserem Dom ein persönliches Glaubenszeugnis, ein Lebenszeugnis, bringen denen, die da kommen, nahe, warum dieser Ort, diese Stelle, diese Skulptur für sie eine Bedeutung gewonnen hat. Frauen und Männer, Bischöfe, Priester, getaufte Christen, Theologen oder Menschen mit ganz unterschiedlichen Berufen, Jüngere wie Ältere. Und sie bleiben an diesen Orten stehen und erschließen uns persönlich nicht nur den Dom, sondern etwas von dem, was sie selbst trägt, was für sie bedeutsam ist. Orte, dem lebendigen Gott zu begegnen, diesen Dom eben nicht nur als Weltkulturerbe, als vollendete gotische Kathedrale zu sehen, sondern auch Ort, wo ich Gott, dem lebendigen Gott, begegne. Glauben, Gott, Lichter der Hoffnung zu entdecken. Vielleicht hier an der Seite die mittelalterliche Madonna gegenüber dem heiligen Christophorus, die erst Menschen entdeckt haben, als mein Vorgänger sie beleuchtet hat und damit ihren Glanz und ihre Schönheit uns allen darbietet. Vielleicht das Kreuz in der Apsis, nicht das Traditionskreuz des mittelalterlichen Pilgerweges, das Gerokreuz, sondern auch das Kreuz in der Apsis, das im vergangenen Jahr bei Silent Mood im Mittelpunkt unserer Betrachtung der Suche des Menschen nach Gott stand. Vielleicht ist es ein Satz aus der Heiligen Schrift, der mir plötzlich aufleuchtet und den ich tiefer bedenke. Vielleicht ein anderer Mensch, der mein Leben kreuzt und der mir zum Schatz wird. Vielleicht ein Ort in diesem Dom, wo ich sage, hier ist es gut sein und das ist etwas, das nehme ich mit in den Alltag, um es weiter zu bedenken.
Viele Schätze finden wir in diesem Dom, bei der Feier der Liturgie, beim Gebet, in der Musik, in der Stille, da, wo ich einfach mir Zeit nehme. Von den heiligen drei Königen bis zum Allerheiligsten in der Sakramentskapelle, dem Zelt Gottes unter uns Menschen. Liebe Schwestern und Brüder, wem es einmal vergönnt war, in der Weite der Natur, fernab den Lichtern einer Großstadt in den Nachthimmel zu schauen, der entdeckt etwas. Zunächst vielleicht nur die Fixsterne mit den bekannten Sternbildern. Aber dann, je länger wir in den Himmel betrachten, so ähnlich wie bei einem Kunstwerk, das wir in einem Museum uns betrachten und daran herankommen möchten, entdecken wir bei gutem Wetter ein ganzes Sternenmeer. Uns gehen die Augen auf. Es ist eine Entdeckungsreise im Leben, da wo wir Menschen begegnen, wo uns die Augen aufgehen, da wo wir in der Natur auf einmal mehr sehen, als wenn wir nur vorbeihuschen, aber auch in einem Dom, auch da, wo wir im Grunde dies eingangs erwähnte hörende Herz haben, wo wir Gott in unserem Leben ein wenig Raum geben. Und vielleicht sind ja die Ferien, ist die Urlaubszeit, sind die Sommermonate auch eine solche Zeit, in dem ich mir solche Gedanken erstatte und erlaube, einen Schatz im Leben zu entdecken, einen Schatz, der mich trägt in der Kraft meines Glaubens. Und diese Entdeckungsreise heißt dann, der Sehnsucht des Menschen nach Leben und Lebenssinn, nach Gott Zeit zu schenken. Etwas zu entdecken, Schatz, Schätze, was mein Leben trägt. Aber der zweite Aspekt, den das Evangelium uns verdeutlicht, der ist nicht minder wichtig. Das reicht nicht, einen Schatz nur entdeckt zu haben. Es geht darum, der Weg, auch einen Schatz zu erwerben. Das gilt für das Leben, liebe Schwestern und Brüder, wie für den Glauben. Als Zuschauer kann ich mich begeistern, aber eine Begeisterung, die verfliegt sehr schnell. Dass etwas nachhaltig in meinem Leben, eine Person, ein Wert, ein Gedanke, ein Wort, der Glaube in meinem Leben sich festmacht und verankert, dazu muss ich aus der Rolle des Zuschauers den Weg des Beteiligten gehen. Ich muss das erwerben, im Grunde, damit es nicht nur etwas ist, was ich bestaune, sondern dass es etwas ist, das meins ist. Denn wo mein Schatz ist, so sagt Matthäus im 6. Kapitel, da ist auch mein Herz. Und wo mein Herz ist, da finde ich Kraft, da finde ich Wege, da habe ich Zeit zu entdecken und zu erwerben. Und dies gilt nicht nur für Ziele, die mir ein Schatz sind. Auch der andere Mensch, der mir zum Schatz wird, er will, das wissen Sie alle, erworben, umworben werden. Ich muss mich investieren. Ich muss mich hineingeben. Ich muss im Grunde auch etwas loslassen. Und das ist dann der Ausdruck meiner Wertschätzung. Es beginnt bei der Schatzsuche ein je tieferes Kennenlernen und Verstehen, ein sich Verschenken, ein Dasein im Leben teilen. Einen Schatz zu erwerben, dass er mein Leben nicht nur berührt, dass er mich nicht nur anrührt, sondern dass er eins wird mit mir und ich mit ihm
so wie wir im Glauben sagen, dass Gott in uns ganz unser Leben ergreift, bestimmt und wir mit ihm und aus ihm heraus unseren Alltag gestalten. Und damit sind wir bereits, liebe Schwestern und Brüder, bei der Brücke zum dritten Aspekt unserer Entdeckungsreise. Den Schatz zu entdecken, ihn zu erwerben und auch das wird uns im Evangelium bekundet, für den Schatz alles zulassen. Der Mann im Acker, er verkauft nicht etwas, er verkauft alles, was er besaß, um den Schatz zu erwerben. Auch das kennen wir aus dem Feld liebender Beziehung. Wo zwei Menschen sich diese Liebe schenken, sich in ihr getragen wissen, da kann es äußere, widrigere Lebensumstände und Herausforderungen geben. Aber die werden die beiden Menschen nicht aus der Bahn werfen, weil sie sich getragen wissen, einander und vielleicht auch miteinander von Gott. Wenn ich spüre, dass du da bist, der andere Mensch und für mich als Christ Gott, dann ist alles andere sekundär. Dann habe ich die Kraft, auf vieles zu verzichten. Dann habe ich die Kraft, auch manches loszulassen, von dem ich glaubte, dass es notwendig ist und mich trägt. Liebe Schwestern und Brüder, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Gott lädt uns ein, auf diese Entdeckungsreise zu gehen. Im alltäglichen Leben, aber auch in der Beziehung zum lebendigen Gott. Die Schätze des Lebens und des Glaubens zu entdecken, die mein Leben wirklich tragen. Dass ich lebe und nicht gelebt werde. Die Schätze zu erwerben, die mein Leben prägen und dabei den Schatz des Glaubens nicht aus den Augen zu verlieren. Dann kann ich auf vieles verzichten, wie es der heilige Franziskus beim Betrachten des Evangeliums gesagt hat, weil ich alles gefunden habe und mit dem heiligen Thomas sprechen kann, mein Herr und mein Gott, bei dir verankere ich mich, bei dir setze ich mein Leben ein, dir schenke ich mein Herz. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Fatorem coeli et terrem, Visibilium omnium, et invisibilium. Thank you.
Der allmächtige Gott hat uns die Fülle des Lebens geschenkt in seinem Sohn Jesus Christus. Voll Zuversicht rufen wir durch ihn zum Vater. Für alle Christen auf Erden, erfülle sie mit Freude über die Erlösung und mache sie zu lebendigen Zeugen deiner frohen Botschaft. Christus, höre uns. Für unsere Schwestern und Brüder, die den Glauben verloren haben, dass sie durch unser Gebet und Zeugnis für das Evangelium die barmherzige Nähe des Herrn und die Schönheit des christlichen Lebens wieder entdecken. Christus, höre uns. Für die Mächtigen dieser Welt, gib ihnen Achtung vor dem Leben eines jeden Menschen und stärke in ihnen den Willen zum Frieden. Christus, höre uns. Für die Verhungernden und Notleidenden in dieser Welt, komm ihnen zur Hilfe und schenke ihnen, was sie zum Leben brauchen. Christus, höre uns. Für alle Familien in unserem Land, schenke ihnen in diesen Tagen des Sommers Erholung und lass sie die Schönheit der Schöpfung neu erfahren. Christus, höre uns. Für unsere Verstorbenen, schenke ihnen das ewige Leben in der Gemeinschaft mit dir. Christus, höre uns. Allmächtiger Gott, du bist der Ursprung und Erhalter allen Lebens. Vernimm das Rufen deiner Gläubigen und erhöre uns durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen, zum Lob und Ruhm seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Gütiger Gott, nimm die Gaben an, die wir vor deiner Güte empfangen haben. Lass deine Kraft in ihnen wirken, damit sie uns in diesem Leben heiligen und zu den ewigen Freuden führen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben. Denn du hast die Welt mit all ihren Kräften ins Dasein gerufen und sie dem Wechsel der Zeit unterworfen. Den Menschen hast du auf dein Bild hin geschaffen und ihm das Werk deiner Allmacht übergeben. Du hast ihn bestimmt, über die Erde zu herrschen, dir, seinem Herrn und Schöpfer, zu dienen und das Lob deiner großen Taten zu verkünden durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist,
damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rainer und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu sprechen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Darum bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch und mit deinem Geiste. Gebt euch ein Zeichen des Friedens. Seht das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Thank you.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, wir haben das Gedächtnis des Leidens Christi gefeiert und das heilige Sakrament empfangen. Was uns dein Sohn in unergründlicher Liebe geschenkt hat, das werde uns nicht zum Gericht, sondern bringe uns das ewige Heil. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Ich wünsche Ihnen, liebe Schwestern und Brüder, jetzt allen einen sonnigen, frohen, guten Sonntag, eine gesegnete Woche und für alle, die hier in Urlaub sind oder auch hier als Kölner Urlaub derzeit haben, erholsame Urlaubstage. Lasst uns den Segen Gottes auf uns herabrufen und auf die Menschen, um die wir bitten. Aber ich sehe gerade, die Schwester hat auch noch eine Verkündigung. Herzlich laden wir zur Orgelfeierstunde am Dienstag ein. Arturo Barba Sevillano spielt Werke von Liszt, Bach und Dvorak. Das Sechswochenamt für Kardinal Meissner feiert Kardinal Wölki am 15. August um 18.30 Uhr. Die Orgelfeierstunde beginnt an diesem Tag erst um 20.30 Uhr. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Es segne und beschütze euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.